Leute drehen dir komische Substanzen an. Gib ihm. Du warst schon achtmal kotzen, scheißegal. Gib ihm. Gib ihm. Herzlich willkommen bei der Blödsinn für Mehrfach, meine Damen und Herren. Ich habe gesehen, die Zombies haben meinen Track rausgehauen, Fukushima. Auf dem Album Gott ist tot drauf ist. Ich glaube, das müsste Lied 6 sein. Intro, Gott ist tot. Innereien, Harakiri. Ich glaube, danach kommt Dunkelheit. Ich glaube, Lied 6 oder so müsste das sein auf dem Album. So, wir gucken mal. Der Song hat 5374 Aufrufe. Über 600 positive Bemerkungen. Okay. Ich bin ja einer der Glücklichen, der so eine Box hat. Es ist so eine Gottes-Tod-Box. Ich glaube, die war limitiert auf 1000 oder 2000, ich weiß nicht mehr. Alle für eine kleine geringe Stückzahl. Ich habe mir... Nee, das hole ich mir erst nächsten Monat. Nächsten Monat wollte ich mir so ein... Auch! Ich habe mal hier was bestellt von D&D, also von Dick und Doof. Also von Zombie Red und Zombie Black. Ihr Album, was sie vor 2 Jahren oder letztes Jahr rausgehauen haben. Ne, vor 2 Jahren müsste es glaube ich sogar so sein. Hirnschaden und Kanone. Weil ich das unbedingt mal anhören wollte. Und da gab es dieses komische Bundle mit dem T-Shirt. Und an dem Tag, wo die den Song Blumenbeet rausgehauen haben, die 2, haben die auch klar angeteasert, dass es so ein Bundle gibt. So ein T-Shirt plus Autogrammkarte plus Sticker plus Poster. Das habe ich mir natürlich auch gegönnt. So, und nächstes Mal habe ich mir gedacht, ich muss mir nächsten Monat so ein Fukushima-Hoodie holen. Und jetzt haben die den Fukushima-Song rausgehauen. So, ich kenne den Song schon. Ich habe das Album hab ich totgepumpt. Was denn das Wortes? Deswegen freue ich mich. Ich gebe das Video jetzt schon mal Like, wenn ich das Lied geil finde. Wo ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, so, oh, Autotune ist so, warum die jetzt noch? Aber die Umsetzung ist relativ nice gemacht und nicht so übertrieben wie bei manchen anderen Songs. Okay, genug geredet, jetzt legen wir los. Zombies. Do you think that any of the workers could be getting sick from radiation exposure? 放射能で病気になったという報告はありません。Okay, das war ist im Original nicht drin, nur in der Videoversion. Okay. Anscheinend sind das irgendwie Nachrichtenausschnitte ein bisschen verzerrt. Denke ich jetzt mal. Oh, geil. So, erst kommt Zombie Red. Glaube ich, war das. Ich öffne den Chemiekasten. Warum mit mir? Na gut, scheiß drauf. Ich öffne den Chemiebeutel, Hero mit Batteriesäure. Lach dann über dein Menschenaussehen mit meinen Fantasiefreunden. Guck die Zombie-Meute, zieht heute wie Teufel durchs Land, kerngesunde Kinder, die Kriegsbeute. Wir bringen euch die Seuche, die Leute kriegen Suizidträume. Fette Männer machen Harakiri durch die Bierbäuche. Herr, ey, das ist so geil. Das ist einfach... Man kann sagen, was man will, das ist einfach nur übel, übel geil. Nice geflowt, die Reimsetzung, der Inhalt, na gut, Inhalt ist jetzt jeden Geschmackssache, aber man kann nicht sagen, dass das irgendwie scheiß Musik ist. Vielleicht nicht der Geschmack von jedem, aber es ist trotzdem gut ausproduzierte Musik. Die Träume, fette Männer machen Harakiri durch die Bierbäuche. Drück Weiber runter wie bei Kniebeugen. Fick sie und mach sie zu HIV-Beuten. Charlie Sheen, Freunde. Ich bin erwacht in verseuchtem Grund. Herausgebuddelt tu ich die Freude kund. Denn ich bin wieder da. Wer ist es, für das einmal nie mehr war? Hey, stopp. Jetzt tut er etwas schneller rappen. Wenn wir das natürlich in vollen Zügen genießen wollen, lasse ich das jetzt mal mit kurzer Pause machen. Ich sehe auch gerade, dass die hier... da gab es auch so ein T-Shirt mit dem gleichen Logo drauf, wo oben drüber, ich glaube, Gott ist tot steht.
Die war aufgekauft, ich dachte so, scheiße. Oder das mit dem komischen Ziegenkopf. Schade. Oh, ich bin jetzt kein Satanist oder irgendwie, was das nie, der dunkle Magie, die es schon geht. Nee, ich finde halt, wenn man halt Musik gut findet, kann man die Jungs auch quasi supporten. Da ich natürlich Supportärzte bin, habe ich natürlich das sofort gemacht. Die Gegend ist lange verlassen und keine lebendigen Wesen verirren sich in mein Zuhause, wo alles verwildert. Ich sehe die Helikopter fliegen, sie schießen auf jede Bewegung, ich treffe nur Glieder, das ist uns egal. Und tot zu sein ist so phänomenal. Sieg mich nicht an, mir grabt meine Seele, so wird meine Ehre gewahrt. Aber Leute, jetzt kommt Tommy Black mit der Hook. Deswegen steht. Es tut mir leid, dass du auf zurück machst, aber ich möchte das einfach, dass ihr es in vollen Zügen genießen könnt. So wie ich das jedes Mal, wenn ich das hier dann höre, mein Auto genieße. Ganz einfach. Meine Ehre gewahrt. In meiner Stadt liegt ein grauer Schleier. Tausend Geier auf der Suche nach Angst. Alles ist verstrahlt, ein Obergrad hoch. Fukushima. Thomas, beruhig dich. So, ich mache, die meisten wissen ja, von der Hook brauchen wir nicht reden, einfach nur mega, mega nur Abriss, einfach nur abgehen. Ich mache ja, wenn ich, bei den neueren Videos kommt immer so ein Intro, was ich irgendwann auch mal wieder ändern werde, also das abspannmäßig. Da habe ich ja bei Ehen, ich glaube beim zweiten Intro oder beim ersten habe ich ja einen Song von Zombies genommen, vergessen. Ich könnte mich einfach entscheiden, was ich nehme. Nämlich, das ist, Fukushima war zum Beispiel auch einer, was ich im Blick hatte. Dann hatte ich noch Ich gegen Ich. Dann vergessen, dann. Ich wollte eigentlich dann den einen etwas schlimmeren Part nehmen bei den einen Song von der EP. Ich glaube, Leichenhalle. Der Anfang von Zombie Black. Nee, Riot. Zombie Red. So, nicht weit. Thomas hat da kein Part drauf auf den Song. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, weil einfach jedes so geil klang. Da habe ich dann einfach gesagt, komm, ich nehme vergessen. Aber vielleicht irgendwann mal. Kommt vielleicht ein Intro auf Fukushima. Wer weiß. Aber vorher kommen wahrscheinlich noch ein paar andere. Totes Herz, tote Erde, muss nach Haus, um wiederholt zu sterben. Fühl mich gewärmte Plutoniumberge, meine Hut, dein Kessel im Atomkraftwerk. Drei Augen wie der Fisch von Simpsons, heißt du sollst besser nicht mehr beficken. Verstrahlte Gehirne und leiernde Schürzen, gönne die Scheißmenschen nicht schützen. Es ist Zombie-Manie, durch einen Biss wirst du kontaminiert. Im Kargland wächst keine Sonnenblume und im Nadelwald hängt eine Zombie-Rune. Wir kommen und. Der Porter, Thomas ist einfach eine Maschine, kannst du sagen, was du willst. Flohlich kann den Vieren nie. Das ist krank, was sie alles drauf haben. Jeder, der das Album zu Hause hat und das anhört, weiß, was ich meine. Jeder Song klingt anders. Jeder Song ist anders geil geflowt oder betont. Auch ernstere Themen sind mit drauf vertreten. Zum Beispiel bei Geldessen. Ist einfach. Oder Ich gegen Ich oder Dunkelheit. Gibt's da noch drauf? Vergessen. Einfach nur geil. Einfach nur. Wir kommen und der Geigerzähler schlägt aus. Und schon wieder drückt den See aus. Saurer Regen auf fauler Lederhaut. Taucht mit mir in ein Loch aus Leo-Grau. So, es kommt jetzt Zombie Black. Aber muss echt sagen, dass das Video ist echt hochwertig produziert. Da kannst du sagen, was du willst. Die geben sich echt Mühe, was ich gut finde. Da kann man echt nicht meckern, ey. Jedes Video steht für sich, also passend zum Titel natürlich. Finde ich gut. Besonders, man muss ja bedenken, dass sie nicht dieses ultimative große Budget haben, das zu machen. Weil der Song, wo man das hier aufnimmt, hat 5000 Aufrufe, so. So, 5000. Also durch die YouTube-Einnahmen wird das wahrscheinlich nicht passieren. So, aber das ist einfach nur. Hier wird trotzdem sich Gedanken und Mühe gegeben. Das finde ich gut.
das Leben grau. Sperm oder Sperrzone, verstarrte Körper, die in den Bergen wohnen. Anomalien grad hoch, jeder ein Misanthrop. Herzen schonen werden wir nicht, denn wir haben Hunger. Und die Zähne sind schon lange ausgefallen, die Gesichter aufgequollen. Ich bin Schmutz. Das ist der Rick Grimes, Stich rein, gefeilt. Ich beiß mich durch ein paar Reisschlagadern. Ich kenn keine Gnade, ich hab Platz in Arme und ich pack dich jetzt. Es ist Tommy Black, es ist Tommy Black, es ist Tommy Black. Einfach nur geil, einfach nur geil. Und jetzt einfach nur mal schön gepflegt. Ich glaube, ich hab jetzt zu lange aufgenommen, also zu lange laufen lassen als 25 Sekunden, aber scheiß drauf. Falls es, wie, ich hab's auch bei Bloombait gesagt, was leider nicht, also, na gut, leider, das kann man jetzt so, kein Claim bekommen hat, sondern ich kann darauf nochmal Werbung schalten, falls hier wieder der Fall ist, also falls hier der Fall sein soll, dass es geclaimed wird und ich quasi, wenn Werbung drauf geschalten ist, das Geld nicht an mich geht, sondern an die Künstler, also quasi den Fall, die hier, werde ich das natürlich trotzdem Werbung schalten. Ist ja ganz klar, dass die, also, dass sie quasi das Geld bekommen, die paar Cent. Stadt liegt ein grauer Schleier, tausend Geier auf der Suche nach Angst. Alles ist verstrahlt, ein Oberlin grad hoch, Fuku Fukushima. Einfach nur geil. Jetzt kommt Lübe noch ein kleines Outro. Oh, hier wird sogar noch Werbung gemacht für den Fukushima-Match. Okay, kann ich euch gleich zeigen. Fukushima, Fukushima. Ja gut, ich glaube, das gar gerade so nah. Jo, Zombie-Gott ist tot, ihr wisst Bescheid. Natürlich jetzt nur für die Leute, die auf solche Art Musik stehen. Kauft euch das Ding. Ich kann, ohne Witz, ich kann euch sagen, mit ruhigem Gewissen, also mit einem reinen Gewissen, dieses Album lohnt sich zu holen. Ihr werdet kein Lied finden, was ihr durchskippen müsst. Ihr könnt das von Anfang bis Ende durchhören. Geld essen ist so, wird vielleicht nicht jedem gefallen, vom Beat her und vom, vielleicht schon ein bisschen vom Flow. Genau wie ich anfangs Schwierigkeiten hatte mit dem Song Dunkelheit, das fand ich so ein bisschen, aber jetzt kann ich es trotzdem hören, auch Geld essen. Was ist noch drauf? Anton natürlich, Anton Sonnerwey. Das Album ist voll. Dann vergessen, Gesetz. Nee, ich hab Gesetz gemacht, nicht vergessen. Bei den Outro-Song. Ich hab Gesetz gemacht. Also, genommen. Was ich sage, ist Gesetz, deswegen. Es ist mir eingefallen, ich hab nicht vergessen gemacht, ich Idiot. Aber okay. So, oder? Oh, das ist jetzt. Zack. So. Ich wollte mir, wie gesagt, ich wollte mir den Hoodie holen. Also das, was in der Mitte ist. Ich glaube, der kostet, ich habe genau, ich glaube 30. Ich glaube 30 Euro oder so. Ich glaube 30 und der Pulli kostet. Auf der Seite, ich sehe jetzt hier Basement Place. Die Sache ist, auf der Seite ist es das, falls ihr was holt. Und dass die Größe Einstellung ist. Umso größer die Größe wird, umso mehr müsst ihr bezahlen. Also ich glaube L und XL. Wenn wir jetzt von, wie sagen wir mal, von T-Shirt. T-Shirt kostet 15 Euro. Was glaube ich normal ist auf der Seite. Wenn ihr XL und L nimmt, kostet der 15. Wenn ihr XXL und XXXL nimmt, kostet der dann 20 Euro. Nur für die Leute, nicht euch das wundert. Weil ich habe mich das erste Mal, wo ich drauf gegangen, habe ich mich extrem gewundert, was ihr. Warum? Aber wie gesagt, sagen wir so, für die etwas kleineren Leute und schmächtigeren Leute könnten dort Geld sparen. So, hier seht, abonniert, ihr Ficker.
So. Was soll ich denn sagen jetzt? Fukushima, einfach nur ein geiler Song. Oha. Niedlich. Oder hier ruft die Jens jetzt neu. Auch mega, mega Song. Auch zum Abgehen. Eigentlich jeder Song zum Abgehen, außer die ruhigen Dinger. Ich kann nicht glauben, dass das Album komplett von oben nach unten durch sagen, wie die Titel heißen, wie ich es so oft gehört habe und gebummt habe. So. Meinung, Kritik, Vorschläge, alles in die Kommentare. Unterstützt die Jungs, falls ihr die Musik gut findet. Hier. Ihr wisst Bescheid. Kaufen. Hier. Abonnieren. Liken, teilen. Zeigt den Huren da draußen, dass es Untote gibt, die gerne Musik machen. Wie gesagt, falls ihr irgendwas haben wollt, hier, also von den Leuten, ich glaube, da ist von Dick und Doof, also GQ und Maxi P, ist da auch so ein separates Ding bei Psycho Music, was ihr bei Bloomberg gesehen habt, gibt es ein nettes Bundle, ich glaube, das kostet, lass mich lügen, ich glaube 20 oder 25 Euro. Das T-Shirt plus Autogrammkarte plus Poster plus Sticker etc. Ich glaube, der Hoodie, wie gesagt, ich glaube, der Hoodie kostet 30 normale Größe und der Pullover kostet, glaube ich, 25 Euro normale Größe. Also XL bis L. Und höher wird es dann halt ein 5er. Ihr Ficker. So, in dem Sinne, haut rein, macht irgendwas Sinnvolles. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Natürlich, wie immer, dass der Song und der Kanal unten verlinkt. In dem Sinne, haut rein und macht irgendwas Sinnvolles.